Tausende Besucher strömten auch dieses Jahr zum dritten Krone Big Day. Krone präsentierte am ultimativen Grünlandtag die gesamte Produktpalette von der Großtechnik bis hin zu Geräten für mittlere und kleine Betriebe. Wir sind hier in der Arena Trautenfels in der schönen Steiermark. Die Kulisse alleine ist atemberaubend. Der Grimming mit 2351 Meter schaut auf uns runter. Wir haben ein Traumwetter, es hält aus, der Wettergott hat es wirklich gut gemeint. Und wir haben 42 Gespanne am Start mit über 8000 PS, absolute Highlights, also das ist perfekt. Gestartet wurde mit einem Vatertagsfrühstück. Gestärkt ging es dann zur Maschinenvorführung, wo Mähwerke und Z-Wender den Anfang machten. Viele Maschinen, die wir derzeit in Österreich noch nicht im praktischen Einsatz gezeigt haben, haben wir heute speziell für den Big Day aufbewahrt und hier speziell vorbereitet, um sie heute hier unseren österreichischen Kunden zu zeigen. Insgesamt wurden 9 Mähwerke im praktischen Einsatz präsentiert. Darunter befand sich auch die eine oder andere Weltpremiere. Weltpremiere, wie gesagt, F320 in der gezogenen Variante als Standardmaschine, als M-Maschine. Als Maschine mit V-Stahl-Zinkenaufbereiter hatten wir sie sowieso schon. Also da hat man nochmal das ganze Produktprogramm erweitert. B59 Collect, auch da nochmal eine Weltpremiere. Einzigste Triple-Kombination ohne Aufbereiter mit Schwarzzusammenführung. Und das ist auch eine Weltpremiere, definitiv. Durch den Verzicht auf einen Aufbereiter wird die Maschine deutlich leichter. Dadurch benötigt der Traktor weniger Leistung und Kraftstoff. Ebenfalls am Big Day zu sehen war der Big M450. Die Arbeitsbreite des komplett überarbeiteten Mähaufbereiters beträgt knapp 10 Meter. Der neue 6-Zylinder-Reihenmotor leistet 449 PS. Krönender Abschluss des Grünlandtages war der Big X 87. Den Big X 87, den wir heute hier haben, auch der erstmals auf einer Vorführung im Einsatz. Den haben wir auf der Agritechnica vorgestellt mit vielen, vielen Highlights. Einzelradaufhängung, höhere Wendigkeit, passende Motorleistung und ein ganz besonderes Feature, was wir heute auch zeigen wollen, ist unsere Liftkabine. Das heißt, wir können die Kabine um 70 cm anheben, um auch so bei großen Fahrzeugen immer noch zu ermöglichen, dass der Fahrer ins Transportfahrzeug einschauen kann, um dann natürlich eine gute Übersicht auch über hohe Maisbestände zu haben. Big, bigger. Krone Big Day 2018.